Ja, hallo, mein Name ist Rainer Gerhardt. Ich möchte kurz was dazu sagen, wann es sich lohnt, einen Sweep. Ich habe hier noch die Zeichnung an der Tafel stehen, einen Sweep zum Entdecken von den Schnittpunkten von Liniensegmenten zu machen und ob sich das vor allen Linien dann noch lohnt. Das ist jetzt eigentlich die Kernfrage, um die es mir geht, wenn das keine Liniensegmenten sind, sondern Geraden. Also wir haben n Gerade in der Ebene. Gerade zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie eben nicht begrenzt sind. Das heißt, wenn wir n Gerade in der Ebene haben und diese n Gerade haben unterschiedliche Steigungswinkel, was wir jetzt mal unterstellen wollen, dann schneidet sich jede mit jeder. Das wiederum heißt aber auch, wenn sich jede mit jeder Geraden schneidet, dann haben wir im Bereich von n Quadrat Schnittpunkte. Genau genommen sind es ein paar weniger, das ist n mal n minus 1 halbe. Schnittpunkte, weil sich ja jede Gerade nur mit n minus 1 anderen schneiden kann. Aber im Endeffekt haben wir on Quadrat Schnittpunkte. Und wir hatten festgestellt, dass der Sweep-Algorithmus, dass der on plus k mal log n braucht. K war die Anzahl der Schnittpunkte. Das heißt also, k wäre jetzt hier größenordnungsmäßig n Quadrat. Das heißt also, der Sweep-Algorithmus würde brauchen, ich schreibe es mal hier hin, o n plus n Quadrat für das k mal log n. Jetzt gibt es noch den naiven Algorithmus, der einfach jede Gerade mit jeder anderen testet. Der hat also zwei Schleifen, äußere und innere, iteriert jeweils über alle Geraden, alle Indizes und führt dann den Vergleich durch und berichtet natürlich auch. So, dieser Algorithmus hat Laufzeit O n Quadrat, weil er hat wirklich in diesen zwei Schleifen über alles iteriert, das war's. So, und jetzt sehen wir, wenn ich das n jetzt mal ignoriere, ich habe hier oben den Laufzeit, also sagen wir mal, was ja im Endeffekt gleich ist, O n Quadrat mal log n. Also habe ich hier n Quadrat mal log n und für den naiven Algorithmus habe ich aber nur n Quadrat. Ergo ist es in dem Fall, wenn ich alle Schnittpunkte von n Geraden, nicht Liniensegmenten, von n Geraden in der Ebene berichten möchte, dann habe ich tatsächlich eine bessere Laufzeit mit dem naiven Algorithmus.